Theo Hauberlord, herzlich willkommen zu unserer Beantwortung der Fragen zu unserem 1000 Abonnenten Special. Und mit dabei ist Big Boon und ich werde Ja. das Ganze mal vorlesen, dann immer schrittweise. Und ja, dann Genau. wird Big Boon und ich natürlich dann auch mit drauf antworten. Ja, So gut wir das können, natürlich. das werden wir dann so machen. Also erstmal schön, dass überhaupt so viele Kommentare gekommen sind. Und am besten, wir gehen von unten nach oben. Ja, das ist die ersten von euch, aber was davon haben wir als erster was geschrieben zu Ja, haben, ne? genau. Also erstmal wurde uns beglückwünscht zu 1000 Abonnenten. Da bedanken wir uns natürlich. So. Und dann ist hier einer, der schreibt, es ist genial, uns zuzuhören. Und dann zu den FAQ würdet ihr mal was Privates von euch erzählen, wo ihr herkommt und was ihr macht. Ja, ich komme aus Sachsen und mache viel schöne Sachen. Nein. Also er kommt aus Thüringen auch und ja. Ja, erzähl doch mal was dazu, Big Ja, Boon. also wir kommen Was? beide aus Leipzig. Ja, eigentlich aus Sachsen. Ja, irgendwie schon, ne? Und was wir privat machen, also ich weiß Ja. nicht, wo kann man denn da anfangen? Hobbymäßig vielleicht irgendwo. Ja, hobbymäßig ist vielleicht ganz günstig. Ich sitze viel vorm PC und habe gerne Langeweile. Ja, also der Real Life Pro schlechthin. Ich sag ja immer, Real Life ist was für die, die in-game nicht genug Erfolg haben. Ja, so in etwa. Nee, da geht meins schon ein bisschen weiter weg vom PC teilweise. Neben den ganzen Mediengestaltungsdingens, was mich interessiert, bin ich auch relativ gerne mit der Kamera unterwegs. Ja, Und also er das schon meint die seit 2. Filmkamera, ne? Nee, ich rede von der Fotokamera. Auch teilweise richtig nur mit altem Schwarz-Weiß und Farbfilm, ne? Und ansonsten spiele ich Volleyball im Verein. Und auch häufiger mal Fußball, also die Woche einmal. Und So. Shogun. Und Shogun natürlich. Also das ist das Anstrengendste, da schwitze ich danach immer. Ja, das geht mir meistens auch so, wenn ich viel reden Ja, muss beim genau. Kommentieren. So, habt ihr euch die COH2 Deluxe Edition vorbestellt? Nein. Also ich auch nicht. Wir haben So. halt einfach kein Geld, ne? Wo wir dann später auch die YouTube-Frage beantwortet hätten nach dem Geld, ne? Ja, genau. Also, dementsprechend auf euren Kanal ist er gelandet, schreibt Hackfleisch und veranstaltet doch mal sowas wie ein Training. Ja, was sagst du dazu? Ein Training für Ja, die Leader? Idee ist schon mal eingetroffen, muss ich sagen, auf unserem Teamspeak. Ich weiß nicht, ob das auch von Hackfleisch war. Hieß er vielleicht auf dem Teamspeak anders. Hatte gesagt, sowas wie so ein Mentorprogramm, was es auch schon mal bei Game Replays gab. Das war die Idee, ist halt schwer zu veranstalten, weil sich recht wenig Profis dazu bereit erklären, wirklich als Mentor zu agieren und sich einen Anfänger rauszusuchen, den sie dann aktiv unterstützen. Aber ich sag mal so, wenn ihr aufs Teamspeak kommt, ist da eigentlich jeder gewillt, euch ein paar Tipps zu geben. Wenn man da nur allgemein nach Tipps fragt, ist es natürlich immer ein bisschen schwer, aber auf jeden Fall stehen euch da viele mit Rat und Tat auch zur Seite. Direkt Mentorprogramm ist natürlich recht kompliziert zu organisieren davon. Also, weil auch die Community so klein ist. Denke ich mal. Ja, okay. Ja, dann gibt's erst nochmal viele Kommentare, viel Lob und ja, da freuen wir uns natürlich drüber. Auch hier schreibt Hermus Christian vor einer Woche, wie wär's mal mit einem Tutorial für Noobs? Das geht im Prinzip dann in die gleiche Richtung, haben wir gerade beantwortet. Naja, So. das ist ein bisschen was anderes. Also, die Videos, unsere allerersten Videos, die waren ja richtig an Anfänger gerichtet. Mittlerweile ging es halt immer mehr an die Unterhaltungsschiene rein. Und ja, Noob-Tutorial. Ich habe mir gedacht, dass ich mal nicht so ein Tutorial mache, sondern dass wir vielleicht einfach in einem Video mal so ein paar Tipps mit reinbringen, so ein paar Standarderöffnungen bringen. Nochmal jedes kleinste Detail erzählen und nicht ganz so auf Unterhaltung drauf aussehen. Meinetwegen so ein typisches Bildorder mal erklären und auf die Karten noch mal ein bisschen eingehen. Das kann man machen, aber so richtig großes Tutorial soll es erstmal nicht geben. Hat aber übrigens Fnatic vor, was zu machen.
Ja, also schaut bei Fnatic vorbei. Kann Also man nur ist, sagen, ja. der ist sehr informativ, was COH betrifft. Da findet ihr auch viele Anleitungen, wie ihr was installieren müsst. Findet ihr ja jetzt bei uns, glaube ich, auch, nachdem wir unsere neue Karte rausgebracht haben. Aber also er hat auch wirklich viele Tutorials im Programm. Ist ganz interessant, müsst ihr mal ein bisschen genauer gucken, wo da was ist. Ist empfehlenswert. Und da kommen wir auch schon zu Fnatic. Und zwar fragt er hier schon wieder, was dass man sich unter so einem Training vorstellen könnte, wie das im Detail ablaufen soll. Ja, Und das ja, liegt er auch findet es auch daran, interessant. ja, es liegt einfach daran, dass er halt ein Video dazu machen will, dass das geplant ist bei ihm und er sich dazu ein paar Infos einholt. Aber ich Genau. glaube, machen wir auch mal direkt weiter, weil wir haben ja noch Ja. ein paar Kommentare vor uns. Also, er beglückwünscht uns dann auch zu 1000 Abonnenten und dass uns alles so positiv, dass sich alles so positiv bei uns entwickelt hat. Und er findet am besten Fnatic, wenn Big Boon spielt und Hoster Tower, also ich, kommentiert. Und von Total War hält er nichts. Aber man kann das Ja. bringen, sagt er. Ja. Ja, ich denke auch, dass mit dem gemeinsamen Kommentieren, also dass du kommentierst und ich spiele, ist recht schwer, einfach weil wir uns nicht mehr ganz so oft sehen in Ja, letzter Zeit. ist die Zeit, die verrennt. Ja, wenn man sich dann doch mal sieht, da will man nicht unbedingt immer so viele Videos machen. Ah, die ganze Zeit drin hocken Ja, und dann dann kommen noch ein irgendwie. paar Glückwünsche. Einer hat sich ge hat gefragt, ob man denn mal erklären kann, wie man so Maps installiert. Da habe ich dann auch gleich ein Video zugemacht, Ja, ich findet habe er auf dem Kanal. darunter auf die Webseite, die zu der Map erstellt worden ist, die ich übrigens auch selbst gemacht habe, könnt ihr draufklicken, valides XHTML 1.0. Da habe ich auch eine Beschreibung dazu geschrieben, die. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Eine Beschreibung dazu geschrieben, die meiner Meinung nach ziemlich idiotensicher ist. Aber falls ihr da trotzdem noch nicht so richtig damit zurechtkommen solltet, könnt ihr euch gerne das Video von Big Boo noch angucken. Ja. Das ist dann nochmal virtualisiert, das Ganze. Machen wir Ja, weiter. Noch mehr ein paar nette COH-Video. Glückwünsche. Ja. Abo-Treffen in Leipzig, fragt Leo. Ja, wir haben uns nämlich schon mal hier in Leipzig getroffen. Da haben wir bei Konrad auch bei FIFA 12 da ein paar Kinder abgezogen Ja, ich war da nicht mit zusammen. dabei, Ja, da du war ich irgendwo standst gerade anders neben, ne, verschwunden. rum. Nee, ich war da Und irgendwo in der anderen Ecke dann. ja, in der anderen Ecke vom Konrad. Na, wie dem auch sei, kann man auf jeden Fall mal wieder machen, so ein Treffen. Ich weiß nicht, vielleicht auch mit mehr Leuten, keine Ahnung. Wie geht's weiter? 121 von 300. Na, 300 Kommentare haben wir nicht geschafft, aber nicht so schlimm. Der nächste wünscht sich, dass wir unserem Namen treu bleiben und mehr Ja, COH-Videos bringen. genau, da wollte Also ich auch gerade drauf eingehen. mehr Videos ist schwer. Zeit fehlt. Also ich bin auch jeden Tag erst um 5 zu Hause. Das ist einfach zeitmäßig nicht mehr so. Ja, nicht mehr so gut da drinne. Also wir machen, glaube ich, schon richtig viel und das geht schon fast ans Limit. Ich überlege auch, ob ich damit ein bisschen zurückgehe und sage, Ja. was weiß ich, nur noch zwei Videos die Woche. Ja, ich bin ja, ich habe das schon so eingeführt. Also, ich bin nicht so der, der hier immer pusht mit Shogun-Videos und so oder mit COH-Videos, weil, weiß nicht, mach das meistens von mir alleine nicht so wirklich Ja, ich muss ihn dann ständig dazu überreden, von mal innen Videos zu heraus. machen. Ne, das stimmt gar nicht. Ich habe ja sogar die eine Woche mindestens dreimal oder so gefragt, Ja, ob er das ist denn. aber auch ehrlich gesagt eine Woche von ein paar Monaten. Ja, das kann man nicht so sehen. Ja, wie dem auch sei, Lukas Bronstering fragt, macht ja auch COH2? Und ja, ich denke an für sich schon, aber so ganz sicher sind wir uns da trotzdem noch nicht. Aber eigentlich denke ich Ja, schon. auf jeden Fall erstmal müssen wir uns halt noch kaufen und schauen, wie es denn wirklich ist, ob es Ja, jetzt so Erwartungen ganz erfüllt. überzeugt, restlos überzeugt sind wir noch nicht. Ja, machen wir weiter hier. Drififbo666 oder wie er ausgesprochen wird, fragt, ob man denn mal wieder ein kleines Livecast-Turnier mit 4 oder 8 Leuten machen Ja, könnte. habe ich ja Und, schon ja. gesagt, du beim letzten paar Videos, es kommt. Die Frage ist bloß wann, ne? Na, meine Idee, was ich mir überlegt hatte, war sowas wie Sunday Night Fights, wer das kennt. Was in der Art, dass man sich zwei Leute raussucht, hat was höheren Klassen, sage ich mal, ein bisschen bessere Spieler und die dann im Best of Five an einem Abend, meinetwegen am Samstagabend, gegeneinander antreten lässt und das dann komplett live streamt. Da Kann man machen. denken wir drüber nach, da überlegen wir uns was. Wir brauchen halt auch immer Leute, die sich darum kümmern, die vielleicht die Profis da ranholen, die da Kontakte haben. Aber ich denke, wenn wir da schon einen direkten Plan haben, machen wir da nochmal ein Video zu und fragen, wer mithelfen helfen würde.
Ja, wie geht's weiter? Geil, schreibt Kumar Jackson. Da Ganz schreibt jemand einfach. hier, die sozialen Netzwerke sind im Kommen, die sind eher am Gehen. Hoster Tauber lebt in der Vergangenheit. Also da muss ich ganz deutlich widersprechen. Ich habe mir mal die Statistiken angesehen. Es gibt zwar nicht mehr so große Nutzerzuwächse wie vorher, aber die Nutzerzahlen steigen weiterhin. Dementsprechend kann ich keine Anzeichen sehen, dass sie im Gehen sind, die sozialen Netzwerke, und dass ich in der Vergangenheit lebe. Ja, Ja, das wollte okay. ich bloß mal gesagt haben. Wenn die im Gehen wären, was würde denn dann anstelle dessen kommen? YouTube oder was, ne? Ne, Tja. keine Ahnung, wie auch immer. Das nächste finde ich ganz interessant. Da, wisst ihr, jetzt bin ich gerade verrutscht. Ah Meinst du ja, was macht Norbert? ihr eigentlich beruflich? Könnt ihr von den YouTube-Einnahmen leben? Nee, wir können davon noch nicht leben. Ja, das ist das Problem. Da schreibt nämlich auch dazu jemand, die können davon nie mal ganz leben. Nur nie mal ganz leben ist gut. Also, ja, es würde nie mal von Es sprengt auf jeden Fall Zehntel noch nicht den leben. dreistelligen Bereich. Und nicht Ja, mal das. immer den hundertstelligen, zweistelligen. Aber Also auch über so den viel. zweistelligen Bereich geht es auf jeden Fall nicht hinaus, und da geht es auch nicht in den oberen Bereich des zweistelligen Bereichs im Monat oder so, wie man das auch immer nennen will. Auf jeden Fall, um davon leben zu können, muss man, glaube ich, so einer sein wie Gronkh, der wirklich 300.000 Aufrufe unter jedes Video bekommt. Und wenn ihr euch das mal anschaut, so wie haben wir insgesamt, also das wird nix. Da müssen wir schon noch ein bisschen ja, was anderes Ja, nebenbei da machen. müsst ihr häufig auf die Werbung klicken, so schaut's aus, ne? Um das jetzt mal so auszudrücken. Genau, mit welchem Programm nehmt ihr auf? Kam auch noch die Frage. Ja, da werden wir nochmal unseren Konvertieralgorithmus erläutern. Also wir nehmen mit Fraps auf. Dann haben wir ein 120 GB Brocken Rohvideo ungefähr. Und das hauen wir dann entweder direkt in das Programm X Media Recode rein. Da gibt es eine Einstellung, PlayStation 3 Nee, 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 ich hab 1080p. das, du lebst noch. Also das war noch vor einem Jahr, als er noch selber konvertiert hat. Also das stimmt nicht, ich mache Mittlerweile, das immer noch so. ja, mittlerweile, da gibt es ja die Einstellung sogar für YouTube, so eine vorgeschriebene Einstellung für 1080p bei dem Programm X-Media Recode. Ja, Guckt einfach die mal ist nach. aber nicht Und sonderlich die, qualitätsfördernd. doch, doch, die ist richtig qualitätsfördernd mittlerweile. Und die geht richtig ab. Und so sehen die letzten Videos aus. Die sind nochmal einen Tick größer als die alten, aber die Qualität hat sich dadurch auch noch mal ein ganzes Stückchen verbessert. Also ich Außerdem, was finde. zur Aufnahmetechnik, bei mir steht jetzt hier ein richtig schönes Kondensator-USB-Mikrofon auf dem Tisch rum. Da spreche ich auch gerade rein mit Popkiller davor. Und zwar ist T-Bone SC440. Also ich bin richtig zufrieden damit. Ja, Und kann man machen, wie man will. Ich habe mir gedacht, den Schnickschnack brauche ich nicht. Ich kaufe mir ein Headset und das reicht auch. Aber das hört er mich gerade, also es geht noch, ne? ja, auf jeden Fall. Ja, der nächste hat ein Problem mit Company of Heroes. Er wird abrupt abgemeldet. Da kann ich aber auch nicht sagen, woran das liegt. Wir sind da leider nicht die Experten. Wir kriegen auch ständig da Nachrichten, ne? Und da probiere ich selber immer auf jede zu antworten. Aber es ist halt einfach schwer, immer die Lösung parat zu haben. Also ich kann wirklich nicht jedem helfen. Der Ja, nächste sagt das. auch, er hat das Problem häufiger. Und ja, was gibt es denn noch an Anfragen? Ja, das 4 und 4 auf unserer Map The Valley war zum Beispiel mal gewünscht von Dominik Walter. Der hat da so eine Anfrage, na, na, nicht direkte Anfrage, aber vielleicht, ja, könnte man das machen. Ich denke auch, dass das eine ganz interessante Sache wäre, wenn wir die Map noch ein bisschen verbessert haben, denn es kamen jetzt auch einige Bugberichte schon, beziehungsweise einige Hinweise, Ja. sodass durch einige kleine Fehler die ganze Map ziemlich schlecht spielbar wird. Also schlecht ist übertrieben. Aufgrund dieser Brücken da, also, na, was heißt schlecht? Man muss genau aufpassen, was man macht, sonst kann das verheerende Folgen haben. Das ist ungefähr so wie auch Hochwaldbresche, wenn man dann die Brücke gleich blockt am Anfang. Ja, so in etwa.
Das heißt, die Brücken, die da sind, müssen noch ein bisschen weg. Aber ich denke, wenn die Karte dann einen Status erreicht hat, dass man sagen kann, ja, die ist spielbar, dann gibt es darauf auch mal ein Video. Ist aber auch immer schwer, weil man halt 8 Leute finden muss. Und dank Relics Nat Problem ist das nicht immer so einfach möglich. Ja, das Problem ist weiterhin, dass dann immer mal die Verbindung etwas schlecht wird bei dem einen oder anderen und das dann wirklich konstant zu halten über die Zeit, das ist nicht so einfach. Von daher, ja, wir werden uns sicherlich bemühen, aber ansonsten könnt ihr die Karte selber gerne anspielen und uns auch dazu einen Bugbericht senden. Ja. Das ist durchaus gewünscht. Deswegen haben wir sie auch freigegeben. Zu sehen, was muss man noch verbessern oder wo gibt es noch Kritik. Ihr seid also die Beta-Tester, ne? Sozusagen. Sozusagen, ja. Und was gibt's denn ansonsten noch zu sagen? Also, wir haben uns auch ein paar anderen Wünschen angenommen, die so in anderen Videos kamen. Da habe ich mit BK-Mod abgesprochen. Ich glaube, das Video werdet ihr auch schon gesehen haben. Das ist der Teil 3 von dem Match von ihm gegen Captain Future, Part 3 von den ganzen. Und da haben wir nämlich unten rechts noch eine Kamera aus der Sicht von BK-Mod eingefügt. Ist auch klasse, dass er uns da so unterstützt hat und das Ganze aus seiner Perspektive aufgenommen hatte. Das heißt, ihr habt zwei Kameras. Das wurde ja mal gewünscht und da habe ich mir gedacht, das probiere ich direkt mal aus. Es war ganz umständlich, aber ich denke, das sieht am Ende doch ganz ansehnlich aus, das Ergebnis. Also es ging zu rendern, oder wie? Weil du Wie sagst, du bitte? hattest. Das ging zu rendern, weil du sagst, du hattest ein Problem beim Rendering des Videos. Ja, weil das Programm ein bisschen gesponnen hat. Aha, okay. Aber ich denke, ich bekomme es hin. Also jetzt gerade eben, wir schreiben hier gerade noch Mittwoch abends 23 Uhr. Da ist es noch nicht gelöst, das Problemchen. Aber ich denke, ich schaffe es noch, bis das Video online ist. Werdet es ja dann selber sehen. Ja, wir werden es sehen. Ich werde es auch sehen. Mal schauen. Ja, über was könnte man denn noch reden? Ja, Was also könnte man. Ja. auf jeden Fall. Wie es weitergeht? Ja. Ja, wie es weitergeht, das haben wir ja in dem anderen Video schon so angedeutet. Also es wird so bleiben. Ich muss bei mir persönlich sagen, ich denke, ich fahre auch ein bisschen zurück mit der ganzen Sache. Also es kamen ja jetzt relativ viele Videos von mir. Ich denke, ich gehe zurück. Ich gehe nicht nur mit Shogun ein bisschen zurück, sondern auch mit Company of Heroes. Das heißt, es wird wohl weniger Videos erstmal geben. Einfach, weil Ja. ich gerade nicht mehr so viel Lust habe und auch ein bisschen was anderes mal noch machen möchte. Da recht zeitfressend. Ja, also ich kann sagen, dass ich in der nächsten Zeit auch nicht so viel Zeit habe. Vielleicht dann im März wieder, aber Februar ist eher schlecht. Und ja, von daher, wir werden sicherlich die Zeit gut überbrücken können, aber es wird nicht mehr jeden Tag oder alle 2 Tage ein Video geben. Ja, genau, so schaut's aus. Das bringt die Zukunft, ja, CO2 dann auch. Und nochmal ein Appell an euch, glaube ich. Eure Unterstützung bisher ja ist schon richtig toll. Teilweise, manche beschweren sich auch, aber das ist halt immer dabei, Leute, die nicht so. Ja, die es halt nicht so mögen, was wir machen. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig sind halt die, die uns unterstützen. Und das ist auch richtig cool, wie viele Antworten unter die ganzen letzten Videos kamen. Ja, ach so, nochmal zum Thema Metal of Honor Allied Assault. Ja, da hast du das Weil jetzt da so jetzt. toll abgebrochen. Ach so, ja, das. Ich hatte jetzt gerade den Gedanken im Kopf, weil ich da gerade noch sowas gelesen hatte. Aber ja, ich stimme natürlich Big Boon im vollen Maße zu. Ja, das War noch war nicht mal wirklich, fertig. wirklich super. Nee, wir wollen euch Ja. einfach dazu animieren, weiter mitzumachen und vielleicht, dass auch die unter euch mitmachen, die Videos jetzt schon meinetwegen seit einem halben Jahr, seit einem Jahr oder gar seit 2 Jahren gucken, aber noch nie was gesagt haben, dass die auch mal ein bisschen mitmachen. Dass die aktiv werden. Dass jeder irgendwie seinen Beitrag dazu leistet, die ganze Sache aufrechtzuerhalten. Das macht es uns auch richtig leicht, sage ich mal, wenn da mehr Leute mithelfen. Also wie könnt ihr denn helfen, ist ja die Frage. Das Ja. geht zum einen allein durchs Kommentare schreiben, motiviert ihr uns, zum anderen könnt ihr aktiv werden auf dem Teamspeak bei uns.
Das ist sowieso eine ganz interessante Sache, wenn da viele Leute auf dem Teamspeak sind, da finden sich schnell Spiele und da können wir vielleicht euch auch mal kommentieren, weil ja immer die Anfragen kommen, ob wir Replays kommentieren, wie wir das machen. Das machen wir also an für sich nicht. Wir sind ja eher die Live-Menschen, die das so live casten, alles aufgrund dessen eher der Weg über die Observer-Mode-Map und deswegen auch. Und dann die Bitte, dass ihr auf den Teamspeak kommt und euch da jemanden sucht, der ein relativ gleiches Level hat oder einen gleichen Skill hat und dann können wir das gerne kommentieren. Wie gesagt, das haben wir aber glaube ich schon mal so. Ja, genau, das steht auf jeden Fall noch. Also so, da entstehen auch die ganzen Spiele, die am Ende auf dem Kanal landen, über die Observer-Karten. Da geht es Genau. jetzt nicht mehr drum rum, sage ich mal. Ja, aufgrund des Bei uns. zeitlichen Defizits. Das ist halt relativ spontan zu handhaben, sowas. Ja. Genau. Ja, so sieht's aus dazu. Ich hoffe mal, wir haben nichts vergessen. Also wir haben das Ganze jetzt auch mehr oder weniger spontan aufgezogen. Genau, ja. Ich denke, wir können da nicht alle. Ja. Wir können da jetzt nicht, also wenn wir was vergessen haben, dann tut's uns leid, aber. Ja, doch, du wolltest noch was zu Medal of Honor sagen. Ach so, ja, das habe ich jetzt schon wieder Wir vergessen. haben Mein übrigens bei unserem letzten Kurzzeitgedächtnis. Video bei den 1000 Abonnenten, also als wir das erste Video dazu, sage ich mal, da haben wir sogar am Ende noch nachbearbeiten müssen, weil er sich jedes Mal versprochen hatte und nicht Medal of Honor, sondern was hattest du gesagt? Ist egal. Ja, irgendwas anderes zumindest und das jedes Mal und da konnte man das dann noch schön rausschneiden. Ich glaube, es war Man of War, was ich gesagt habe. Ja, ganz gekonnt. Na und? Ja, also das ist halt. Also, die anderen Videos, die sind alle live. Ja, ihr merkt es ja auch im Livestream, ne? Da bin ich auch immer ganz spontan und erzähle meistens auch das Richtige und nicht das Falsche. Und wenn, dann fällt es meistens nicht auf, dass es gravierend wäre. Livestream übrigens auch so eine Sache. Also ich habe jetzt hier eine richtig tolle Leitung, habe das jetzt auch im Laufe des letzten Turniers, was Jörg veranstaltet hatte, diesen Cup, wo ihr übrigens die Videos bei Panzerlieder auf dem Channel findet. Da, im Laufe dessen habe ich halt den Livestream so weit hinbekommen, dass ich den jetzt richtig unter Kontrolle habe. Also vorher hat das ja Horst der Taube übernommen, aber mittlerweile kann ich hier echt in HD-Qualität streamen und das ist richtig cool. Da musst du den Livestream erst einmal zähmen, damit er ihn unter Kontrolle hat. Ich weiß nicht, Aber bei mir jetzt, ging das auf Anhieb. ja, du hast aber auch XSplit genommen und nicht das Tool, was ich genommen habe. Tja, das weiß nicht, warum du dann ein anderes nimmst. Egal, erzähl weiter. Ja, genau, und da wird auf jeden Fall, da werden noch mehrere Turniere übertragen und so. Und das, wenn ihr manchmal Glück habt und auf dem Teamspeak seid, schreibe ich dann auch manchmal einen Link an alle hier, gerade Livestream, das und das. Manchmal spiele ich sogar Far Cry 3 dort. Ja, wie auch immer, aber auch oft Okay, COH-Spiele und da aha. könnt ihr halt dann reinschauen, nur so am Rande. Ja, ich glaube, wir machen das Video auch jetzt langsam zum, bringen wir das Sonst zum wird's zu Schluss. lang, ich denke auch. Denn sonst toppen wir Fnatic noch, was das angeht. Ja, oh Gott, Fnatic seine Lasst uns reden Videos, die über 3 Stunden gehen, mit ein und demselben Hintergrundbild. Also nichts gegen Fnatic, aber da frage ich mich manchmal wirklich, wie das. Naja, egal. Ach Quatsch, das ist schon cool. Nee, Ja. auf jeden Fall. Ja, stimmt, wir müssten mal wieder irgendwas mit Fnatic zusammen machen. Das Aber der stimmt. hat gerade leider nicht so viel Zeit. Dem geht's ähnlich wie dir. Ja, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Ja, Ja. so. Okay. In diesem Sinne wird man uns erstmal verabschieden. Falls noch irgendwas hinterherkommt, dann kommentieren wir das auch wahrscheinlich persönlich. Aber eher per Textmessage dann. Und nicht nochmal per Video. Gut. Ja, soviel dazu. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.